Einwandfreie Leistung, Elite. Das hätte ich wirklich gerne mal schriftlich, ja? Damit darfst du an der Schroffstein-Qualifikationsrunde teilnehmen. Ah, ich hätte wohl erst mal verkünden sollen, dass es solch eine Qualifikation überhaupt gibt. Ich war einfach zu aufgeregt. Jedenfalls ist das die Chance, an deinem Bronzeabzeichen zu kommen. Bei deiner Form wird das noch ein Kinderspiel für dich. Für ein normales Turnier ist der Kurs immer noch nicht gut genug. Durchschuss. Aber Crossroad Golf ist jetzt vom Golfverband offiziell als mögliche Spielart für Qualifikationen anerkannt worden. Lauf einfach rüber zur Anmeldung, dort erfährst du mehr. Okay. Puh. Der letzte Part war sehr anstrengend. 3 Anläufe hat es tatsächlich gebraucht, bis wir es geschafft haben. Wobei ich beim ersten Mal betrogen worden bin und es vielleicht schon da geschafft hätte. Im zweiten Mal war es Unvermögen. Beim dritten Mal hat es dann geklappt. Aber gut, hoffen wir, dass wir genug gelernt haben. Morgen findet die Qualifikation im Crossroad Golf statt. Wurde ja auch Zeit, dass man sich mit dieser Spielart das nächste Abzeichen verdienen kann. Es wäre nicht verkehrt, wenn du dich vor dem wichtigen Tag gut ausruhst. Du kannst gerne bei uns die Nacht verbringen und morgen fit zu sein. Und falls du noch ein Ründchen üben möchtest, dann sag einfach Bescheid. Okay. Sehr gastfreundlich. Ich möchte ins Bett gehen. Ich kann die Hütte nicht erkunden. Schade eigentlich. Okay. Nein, ich fühle mich bereit. Meine Skills sind tatsächlich gewachsen. Auch meine Stats. Ich bin mal bereit. Heute findet die Qualifikation statt. Gib dein Bestes, ja? Wenn alles klappt, kannst du dein Chromabzeichen bald gegen ein schickes Bronzeabzeichen eintauschen. Sag, bist du Startler? Und fertig ist die Anmeldung. Gut, dann marschier einfach zur Schranke und dort geht's rüber auf den Platz. Okay. So viele Leute, mit denen man reden kann. Oh, Monty Maulwurf ist auch da. Das war Golf. Nie gehört. Hauptsache, ich kann den Ball durch die Natur schlagen. Dann bin ich happy. Da sieht man auch mal ganz kurz, wie viele Charaktere es gibt. Spike. Crossroad Golf gefällt mir nicht. Wenn ich Lust auf Bewegung hätte, würde ich Pizza-Bote werden. Ich fahre auch nur noch im Auto. In der Crossroad-Qualifikation soll Crossroad Golf gespielt werden. Den Namen habe ich mal gehört, aber gespielt habe ich noch nie. Haben alle keine Ahnung. Scheint wohl wirklich was Neues zu sein. Und wir treten gleich mal eine Qualifikationsrunde an. Bewältige alle Löcher, könnten auch schreiben wie viele, wahrscheinlich 9, mit 40 Schlägen. Du kannst dir auf dem Platz durch Drücken von X einen Überblick verschaffen und sehen, wo die Fahne sehr sind. Am besten machst du das, bevor man den allerersten Schlag setzt. Damit man seine Route besser planen kann. Und das war's. Los geht's. Ja, mehr Induktionen brauchen wir wohl auch nicht. Haben wir im letzten Part genug Learning by Doing betrieben. Und? Okay, das sind viele. Los! Wo sind überall Fahnen? Stimmt. Ja, hier hinten ist auch eine. Die sollte ich vielleicht sogar wirklich als erstes mitnehmen. So dieses typische, ich platziere eine Münze in Super Mario Kart hinter dem Ziel. So, starker Gegenwind. Hochkommen sollte ich mit meinem Ball aber wieder. Ist ja dann wieder Rückenwind. Einmal hier lebensmutig runter. Okay. Konzentration. Langer Putt. Leichtes Gefälle zum Ball. Zum Loch. Der passt. Yes. Okay. 2 Schläge, erstes Loch. Passt. Noch 38 Schläge. Ein bisschen hässlich, wie ich da stehe. Was ist das da links? Dieser
Abteil, den haben wir noch gar nicht. Okay, so ein kleiner Spoiler vielleicht. Sollten wir uns vielleicht jetzt noch nicht mit beschäftigen. Oh nein! Ah, jetzt ist mir gerade das Ding weggegangen, der grüne Balken, dass ich ihn rammen könnte. Ich mache wieder dieselben Fehler. Wie komme ich selbst hoch? Da. Das scheint wohl geklappt zu haben, dass mein Ball wieder oben ist. Das hätte besser laufen können. Gestehe ich mir ein. Aber okay, noch sind wir nicht abgeschrieben. Ein paar Münzen für unterwegs. Hat dann niemanden geschadet. Oh, das war mal wieder knapp. Knapper als es sein müsste. Schnell hinterher. Ja, doch ganz gut platziert eigentlich. So, Patten. Nein. Unnötig. Ich wüsste gerne, wie viele Löcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 noch. Ja, das ist jetzt natürlich das hier oben. Das habe ich auch noch falsch gespielt. Ich könnte es probieren, dagegen zu hauen. In der Hoffnung, dass hier könnte der Ball vielleicht hochgehen. Er ist wohl nahezu oben gelandet. Ich hoffe, ich komme da hoch. Über die Polygone der Map. Ja, bahne ich mir meinen Weg hoch. Ich habe schon genug Spiele gespielt, um zu wissen, wie ich mich da so hochsliden kann. In solchen Terror. Gut, aber nicht gut genug. Okay. 10 Schläge verbraucht, 3 Löcher getroffen. Das muss besser werden. Gar kein Zweifel. Gar keine Frage. Diesen Schlag hier drüber, den sollte ich eigentlich schaffen. Gerade mit Rückenwind. Ich wüsste jetzt nicht, was da dagegen sprechen sollte. Das Spiel aber schon. Ich werde übrigens von Todd moderiert, aber das ist mir gerade relativ. Hoch mit dir. Sandbunker hätte jetzt nicht sein müssen, aber okay. Was auch sonst. Ich meine, ich wollte sowieso nicht ins... Ich wollte sowieso nicht ins Loch treffen. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Projekt mir den letzten Atem rauben würde. Dabei habe ich doch schon Minigolf gespielt. Ich wusste, worauf ich mich ungefähr einlasse. Genau auf dieses am Loch vorbeigeringe.
Immerhin den kann ich jetzt nicht besser schlagen. Da sollte jetzt mal keine Überraschung kommen. Außer, dass ich mich wieder selber nach unten bewege. Ich sollte auf dem Green laufen, wenn ich schon keine Ausdauer habe. Oh, der ist gut gelandet. Da kann man sich nicht beschweren. Für den Seitenwind, der auf einmal extrem wirkt. So, jetzt habe ich Gegenwind und spiel bergauf. Ich glaube, ein Tiger Woods wird aus mir nie, aber ich glaube, es ist vertretbar, was ich hier veranstalte, einigermaßen. Dann hätte ich vielleicht noch ein bisschen steuern müssen. Okay. Die sind jetzt aber weit weg. Ach du Scheiße, da brauche ich ja 2-3 Schläge allein, um mich anzunähern. Zumal ich selbst keine Ahnung habe, wie ich da hochgelangen soll. Schöner Schlag. Weil da führt kein Weg Wind hoch, nur diese richtige Weg. Dann nehme ich halt den. Ah, dann muss ich wieder runterstürzen gleich, danke. Auf dem Fairway, das ist gut. Das ist wichtig. Machen wir auf den Look, wenn ich hier doch einen Ticken schneller laufen kann. Okay. Wie weit komme ich? Ich habe schon auf der Minimap gesehen, hier sind diese bekannten Gegner, diese Wolken, die so Wirbelstürme pusten können. Ich hoffe nicht, dass die mir jetzt hier noch meinen, das Leben schwer machen zu wollen. Aber ich glaube, genau deswegen sind sie da. Ja, das wird funktionieren, bestimmt. Er wüsste nicht, was da dagegen sprechen sollte. Muss einen Bogen spielen. Um den Berg herum. Wildes Spiel, dass ich einmal über den. Ja, okay, von mir aus. Ich glaube, ich habe zwar jetzt einen Strafschlag bekommen, aber besser hätte er nicht liegen können, wenn ich mal ehrlich bin. Kann ich durchaus mitleben. Ja, ist drin. Sehr schön. Jetzt wird's noch mal interessant. Wie soll ich denn da hochkommen? Mit dem Tunnel, das wäre vielleicht schon am einfachsten, jetzt erst das andere Loch anzuspielen. Wobei, da ist noch eins ganz hinten. Bin ich mal gespannt, wo er landet. Okay, hier hinten. Dann soll es wohl dieses Loch sein. Okay, der ist drin. Jetzt wird's interessant. Das letzte Loch ist halt wirklich verdammt weit weg. Da brauche ich mindestens noch ein paar Schläge, um mich anzunähern. Ich habe Angst, dass diese Wolken pusten. Jetzt ist auch noch Timing gefragt, oder wie?
Oh, ich bin nah am Loch gelandet, so wie das aussieht. Mein Ball war wohl doch nicht so verkehrt. Könnt ihr auch mich beeinflussen mit euren Stürmen? Ich meine, sieht ja ziemlich krass aus, weil ihr seid geboostet. Das gibt mir zu bedenken. Auf jeden Fall möchte ich nicht, dass mein Ball von euch erwischt wird. Da spiele ich lieber einmal auf Safe. Gerade jetzt, wo ich jeden Schlag brauche, ne? Ich habe noch 8 Schläge, um aufs 9. Loch zu kommen. Und das ist am Arsch der Welt. Ich bleibe auf dieser Höhe. Das war knapp, der hätte fast meinen Ball in der Luft erwischt. Okay, ich sollte über diese... Ja, ja, ich kann ja springen. Benötigt man ja sonst kaum in diesem Spiel. Aber ich kann ja springen. Ich habe nur noch 1 Minute 24 Zeit. Für... Ne, für diesen Schlag oder für alles? Naja, für diesen Schlag. Das macht mich nicht verrückt, Spiel. Und ich sollte mich selbst auch nicht verrückt machen. Das ist nicht mehr wie nötig. Ja, das war der Schlag. Die Zeit für diesen Schlag. Okay, ich nähere mich an. Ich habe noch 6 Schläge. Durchatmen, es ist alles gut. Natürlich hoffe ich auf eine gute Platzierung. Machen wir Zeit. Deswegen jetzt nochmal in aller Ruhe. Wir haben keine Wirbelstürme mehr, die uns stören. Schöner Schlag. Was für Ausdauer von Elite stand da gerade irgendwas? Oh. Oh, der war wirklich knapp. Immer so knapp. Es ist ärgerlich, wenn man das dann sieht im Nachhinein, weil du denkst, ja, mein Gott, dann hätte er auch reingehen können. Yes. Im First Try die Challenge geschafft und noch 4 Schläge über. Ist doch jetzt eigentlich nicht verkehrt, oder? Was immer mehr. Statt dem Chrom hast du nun das Bronzeabzeichen. Super, dafür erhältst du einen Preis von 1000 Münzen. Da könnte man lieber sagen, was ich mit diesen 1000, was ich mit diesen Münzen anfangen soll. Ich habe jetzt schon 14.000. Wäre schön, wenn ich so viel mit den Videos einnehmen würde, aber... Ich will diese Münzen loswerden. Okay, aber wir haben das nächste Abzeichen, wir haben es geschafft. Das Training im letzten Part hat sich gelohnt. Wundervolles Spiel von der Elite. Du hast die Qualifikation mit Bravour abgeschlossen. Klasse gemacht. Hat sich echt gelohnt, dass ich extra deinetwegen als Zuschauer dabei war. Bester Tag aller Zeiten. Aber ich habe meinen ersten Groupie. Außer euch. Beziehungsweise dir. Genau, du, der gerade zusieht. Da muss ich dort hinten anstellen. Und damit ist es nur beim Lob... Damit ist es... Hä? Und damit ist es nicht nur beim Lob... Bleibt... Du musst nun stolz, bist nun stolzer Besitzer eines niegelnagelneuen Bronzeabzeichens. Glückwunsch! Das muss gefeiert werden. Joa, hast du aber schon was vorbereitet, was kaltgestellt? Aber feier nicht zu lange, denn größere Herausforderungen warten schon auf dich. Natürlich. Alles mit Bedacht und Maß. Wie war das Kennen Limit? Hab schon lange nicht mehr gehört, die Werbung. Weil ich scheinbar so gut. Ich habe ja keinen Fernsehen mehr seit Jahren. Also ist Werbung eh der Vergangenheit. Es ist eigentlich an der Zeit, dass du dich zur Qualifikation nach Dünenwell aufmachst. Nur leider ist die Straße immer noch nicht nutzbar. Die Leute werden ja dafür gebraucht, den Kurs wieder auf Vordermann zu bringen. Das ist natürlich wichtiger als Straßen, der Golfplatz. Aber Moment mal, ganz in der Nähe hier wohnt doch ein echter Golfveteran. Total bekannt, er heißt Meister Stringer. Meister Stringer ist ein... Nun ja...
Er hat Charakter, aber in jedem Fall kann er dir garantiert total nützliche Sachen beibringen. Meister Stringer. Das hört sich interessant an und hört sich nach einem Tutorial für mich an. Was uns Meister Stringer im nächsten Part beibringen kann, ja, erfahren wir im eben genannten nächsten Part. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat, und verpasst auf keinen Fall den nächsten Part, denn es geht hier bestimmt noch wütend, lustig und mit allen anderen Emotionen, die ich ausdrücken kann, weiter.